Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge DayZ Diaries. Ich bin immer noch in Starry Sober. Ich habe ja den letzten Angriff so gesehen überlebt. Ich versuche jetzt trotzdem wieder erstmal kurz zum Hospiz zu kommen. Mir geht es nämlich einfach nur darum, vielleicht finde ich doch noch Aktivkohletabletten. Meine Krankheit hat sich bis jetzt nicht verbessert. Deswegen würde ich sagen, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Mir ist auch die Idee gekommen, dass ich die ganze Zeit ein Bandana anhatte. Und wenn du natürlich infiziert bist und die ganze Zeit ein Bandana anhast, kann es natürlich auch nach hinten losgehen und du dich immer wieder infizieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich ziehe das jetzt einfach mal aus. Ich habe es nicht mehr an und ich hoffe, dass ich jetzt hier Aktivkohletabletten finde. Verbände finde ich. Okay, es scheint Blut wieder hier zu sein. Türen sind zu. Deswegen, das checken wir jetzt einfach mal kurz ab, ob hier was geht. Tetacryl habe ich auf jeden Fall schon gefunden, das ist nice. Jetzt gucken wir noch nach dem anderen Stuff. Soweit ich weiß, hat Aktivkohle sehr, sehr gut geholfen beim letzten Mal. Deswegen bin ich eigentlich so versessen drauf, Aktivkohle zu finden. Falls alle Stricke reißen, muss ich es halt... Nice, Aktivkohle. Das ist doch super, Leute. Das ist Hammer. Okay, perfekt. Jetzt kann ich zumindest mal meine Krankheit ein bisschen in den Griff kriegen. Am besten wäre jetzt natürlich auch erstmal, dass ich aus Starry Sober rauskomme. Das heißt, ich laufe jetzt einfach mal in Richtung Wälder. Ich verschwinde hier. Und ich habe jetzt so viel überlebt, ich habe eigentlich keine Lust, jetzt wegen dummen Sachen drauf zu gehen. Deswegen hauen wir jetzt hier einfach mal ab. Rennen über ein riesengroßes Feld. Das ist natürlich auch so sicher. Richtig geil. Egal, ich verschwinde jetzt erstmal da hinten in den Wäldern. Und dann gucken wir mal. Was ich auch noch auf jeden Fall vorhab, ist, ich möchte mal mit euch zusammen jagen gehen. Das bedeutet, ich werde dann mir ein Gewehr schnappen. Vielleicht sogar das noch, was ich hier auf dem Rücken habe, die Mosin, wenn ich bis dahin überlebe. Und dann gehen wir auf jeden Fall mal Elche jagen. Links hinten hören wir schon Elch. Der muss irgendwo da hinten sein. Aber ich würde das Ganze gerne ein bisschen umlaufen, dass ich jetzt nicht direkt hier über das Feld rennen muss. Weil Starry Sober, also weiter im Norden von der Karte, ist halt schon etwas gefährlicher wie am Strand. Oder wir verziehen uns einfach wieder in Richtung Beach und versuchen, Bambis auf den rechten Weg zu führen. Ihr wisst Bescheid. Der Sheriff ist back in DayZ. Und dass wir da vielleicht ein paar Bambis helfen können. Oder vielleicht Bambi-Killer irgendwie erlegen. Wir versuchen natürlich, also Mission ist definitiv friendly zu bleiben. Eine friendly Challenge, ganz klar. Wenn es nicht geht, so wie in der letzten Folge, dann ja, muss ich wieder töten. Es sei denn, ich werde erschossen. Aber ich werde trotzdem versuchen, hauptsächlich friendly zu bleiben, Leute. Ja, und in der letzten Folge, die zwei haben mir ganz schön den Arsch gerettet, dass die genug Lebensmittel dabei hatten. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich noch in eine größere Stadt müssen und richtig looten müssen. Und das hätte auch ziemlich nach hinten gehen können. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr dann in irgendwelche Häuser reinlauft oder so und plötzlich kommt einer durch die Türe. Es kann übel schnell nach hinten losgehen. Jetzt esse ich aber nochmal ganz kurz was. Weil der hat ziemlich einen Kohldampf, der Gute. Aber es macht gar nichts, ich bin vorbereitet. Das Einzige, was mich nervt, ist, ich habe keinen Dosenöffner. Und das bedeutet, wenn du das mit dem Messer aufmachst, dann verlierst du ja immer ein bisschen was von dem Essen. Das ist zum Kotzen. Oh, das schmeckt ja. Ein Bissen und gleich mal drei Balken nach oben. So muss das sein. Die Apokalypse, die kann man auch gut überstehen, Leute. Oh nein, ich bin krank. Warum? Warum? Aktivkohle, rein damit. Wieso bin ich schon wieder krank? Leute! Unterkühlung kann nicht sein. Die Klamotten kann ich ja jetzt nicht wechseln. Ich kann ja nicht alles wechseln. Bro, mach mich nicht schwach. Weil das war gerade eine richtige Erkältung.
Der niest und hustet wahrscheinlich jetzt gleich wieder los. Solange er jetzt nicht niest oder hustet, wenn ich bei irgendwelchen Spielern in der Nähe bin, ist alles okay. Kann er von mir aus auch Magen-Darm-Dünnpfiff des Todes haben. Interessiert nicht. Ich guck jetzt, dass ich da rüberkomme. Lebendig. Aber die Erkältung ist wieder da. Jetzt weiß ich auch nicht, ist es ein Bug? Ist es ein Bug, dass die Erkältung permanent wieder da ist? Oder mache ich irgendwas falsch? Weil letztendlich die Wasserflaschen, die ich habe, die sind ja abgefüllt. Schlechtes Wasser kann das ja schon mal nicht sein. Dann das Essen, was ich habe, das ist ja noch zu. Kann es sein, dass mein... Aber ich habe ja Alkohol da. Also ich hätte mein Messer vorher, habe ich es probiert, zum Desinfizieren. Und es hat nichts gebracht. Also letztendlich muss es ja dann schon sauber sein, wenn man es nicht desinfizieren kann. Und jetzt frage ich mich, warum der jetzt hier schon wieder erkältet ist, der Gute. Langsam wird es echt schwer mit dir hier. Ich gebe mir gleich selber einen Header und mache mir einen neuen Charakter, Bro. Oh, da ist eine Base. Da ist eine Base. Hello? Okay. Ich push da mal schnell dran vorbei. Nur um zu gucken, was da geht. Okay. Hätte ich jetzt einen Vorschlag haben, würden wir eine Base traden, Leute. Aber ich glaube, es kann gut möglich sein, dass die hier in der Nähe sind. Ich glaube, ich mache mich mal lieber schnell vom Acker. Weil reinbuggen und reinglitschen, das möchte ich ungern. Wir könnten natürlich auch dort warten. Schreibt es mir mal in die Kommentare, Leute, wenn ich das nächste Mal so eine Base sehe. Ob ich dort warten soll auf die Mates und versuchen, mit denen zu reden, dass sie mich reinlassen. Kann natürlich auch in Waffengewalt dann ausgehen. Wenn die sich natürlich bedroht fühlen, dann kann es sein, dass die gleich auf mich schießen. Aber schreibt sie mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr das sehen wollt. Jetzt ist erstmal die Mission weg hier. Nee, aber wäre ganz cool zu wissen für die Zukunft, weil dann könnte ich gucken, dass ich immer einen Vorschlaghammer dabei habe. Und dann könnten wir mal zusammen eine Base raiden. Warum nicht? Oh, ein gecrashter Heli. Oh, da könnte geiler Loot sein, Leute. Ich dürfte mich eigentlich gar nicht beschweren. Ich habe schon mega Loot. Aber den gucken wir uns an. Den gucken wir uns an, auch wenn es hier in der Nähe von der Base ist. In der Hoffnung, dass der nicht abgeaimt wird. Es kann gut möglich sein, dass die da oben in der Waldlichtung sind. Also hier rechts oben. Und dass die eigentlich nur auf den Heli schauen. Das sind so ganz verwirrte Kinder, die einfach im Wald hocken und warten, ob jemand online geht, dass sie dann ihn abknallen können. Ihr denkt, das ist gelogen, aber glaubt mir, solche Leute gibt es. Ich gehe jetzt erstmal safe. Ich will wissen, ob ich abgeaimt werde von dem Haus hier. Nein, das sieht gut aus. Das liegt hier. Okay. Ich will nur ganz kurz beobachten, ob ich irgendwelche Bewegungen sehe. Ja, dann let's do this. Ab zum Heli. Ist ein Sack? Ja, ist ein Sack. Oh, ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt bei diesem Spiel. Oh, das sind zwei Waldlichtungen, ne? Einmal hier, einmal da oben. Und genau in der Mitte ist der Heli-Crash. Ich will nur kurz gucken, dass hier keiner im Busch sitzt. Okay, jetzt pushe ich da schnell hin. Ich will jetzt auch keinen wirklich Zombie-Aggro haben. Ich will so schnell wie möglich dann hier wieder weg. Wieso kann... Ah, doch, nice. Das Kass-Magazin habe ich eingepackt. M4, Handgriff. Das brauchen wir nicht. Es kann natürlich auch sein, dass die Zags hier richtig guten Loot mit dabei haben. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich auf den Kampf hinaus will, hier mitten auf dem Feld.
Die nehme ich mit. Vielleicht sollte ich den Helm mal wechseln. Was meint ihr? Es kann gut möglich sein, dass der vielleicht auch infiziert ist. Komm, ich nehme mal so ein Fischerhut, so ein Navy Seal Ding. Okay, weg hier. Ich renne jetzt da oben in die Waldlichtung. Okay, aber die Krankheit ist wieder in den Griff. Das ist schon mal gut. Und jetzt beobachte ich das. Jetzt habe ich sogar den Helm gewechselt. Ich weiß nicht, ob das auch an den Klamotten liegt, Leute. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich interessieren. Aber das wäre mir neu, dass das jetzt sogar am T-Shirt oder am Pullover und an der Hose liegen könnte. Alright, ich würde sagen, wir machen jetzt hier kurz einen kleinen Cut und sehen uns bei der nächsten Gelegenheit wieder. Oh, da vorne kommt sogar eine Militärbase. Eine kleine. Kann gut möglich sein, dass ich da Spieler treffe. Wir pushen da mal ganz kurz an die Sandsäcke hin. Beobachten das Ganze erstmal. Also die 6 sind ziemlich unbeeindruckt. Ja, es kann sein, dass hier gar keiner ist. Wir sind trotzdem etwas vorsichtig. Aber anscheinend ist hier keiner. Ja, dann würde ich sagen, Happy Shopping! Wird der Zombie mich sehen? Ich hoffe nicht. Oh, doch. Oh, hier liegt noch eine SGK. Was ist das? KA? Brauche ich nicht. Ist der Zombie da drin? Nein. Okay, nice. Hier scheint schon mal leer gelootet. Oh, ACP-Muni nehme ich mit. 9,39 nehme ich auch mit. Das passt. Jetzt checken wir das Zelt hier noch. Oh, neue Stiefel. Würde ich mitnehmen. Und Dosenspeck, Leute. Oh mein Gott. Wir haben Dosenspeck wieder. Oh ja, ich liebe Speck. So. Also dafür, dass der Server hoch besucht ist. Ich weiß nicht, wo die hinrennen. Boah, ich wäre da jetzt gerade fast rausgerannt. Das wäre mordsdumm gewesen, hätte ich jetzt hier Zombie-Agro. Weil das ist eigentlich ein ganz beliebter Hotspot hier für Sniper. Oh je, der Zombie hat mich gehört. Ich muss schnell los. Oh Gott, da ist noch ein Zombie. Mach keinen Scheiß. Oh Gott. Und überall sind Dächer. Okay. Schüsse vorne links. Sagen wir, pushen jetzt mal in die Richtung. Vielleicht ist es ja ein Bambi, der unsere Hilfe braucht. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo das herkam. Also definitiv aus der Richtung. Auf dem Dach kann es nicht gewesen sein. Es wäre ein Ticken lauter gewesen. Muss noch aufpassen, nicht, dass er hier in dieser kleinen Baracke jetzt ist. Vielleicht hat er auch nur auf Zombies geschossen. Aber Leute, ihr wisst Bescheid. In DayZ ist man einfach übervorsichtig. Push mal da runter. Ah, doch, ich push mal hier runter.
ganz gut. Vielleicht aus der Feuerwehr? Kann das sein? Meine Mosin ist auch der Wahnsinn. Da guckt so ein riesen Dildo da oben raus. Ist es möglich, dass der in der Feuerwehr war? Jetzt esse ich nochmal ganz kurz was. Damit ich da voll gestärkt reinlaufen kann. Okay. Ich würde jetzt mal Richtung Feuerwehr pushen. Oh ja, da ist eine Base. Hello? Hello? Ich aufpasse nicht, dass sie gleich von oben runterglotzen. Aber ja, da ist eine Base. Ich würde jetzt sagen, ich gehe mal kurz hier in das Pianohäuschen und check das mal ein bisschen ab, ob ich da jemanden laufen sehe. Problem ist nur, dass ich jetzt von hier aus nicht richtig in die Feuerwehr schauen kann. Ah, aber guck mal, da vorne ist doch die Türe offen. Haben die versucht, eine Base zu bauen? Bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob da überhaupt jemand drin ist. Komm, wir testen's. Ja, da oben ist einer. Oder? Nee, ist ein Fenster. So, jetzt wird's gefährlich. Uff. Okay, weiter. Okay, hier scheint es schon mal safe zu sein. Okay, jetzt schauen wir hier nochmal ganz kurz. Die haben zumindest hier schon mal ein Fass reingestellt. Also die wollten hier definitiv eine Base bauen. Ihr seht es auch. Hier sind schon Holzblöcke drin. Oder besser gesagt Baumstämme. Die möchten hier eine Base bauen. Okay, wir müssen gucken, dass wir jetzt hier rauskommen. Das wird mir jetzt gerade alles ein bisschen zu gefährlich hier, weil ich habe keinen Überblick mehr. Das heißt, Grünfläche ist immer gut, Leute. Da hat man halt einfach auch Platz, ein bisschen zu reagieren. Ich möchte jetzt eigentlich auch ungern hier an den Eisenbahnschienen vorbeilaufen. An den Bahngleisen. Es fängt jetzt auch gleich an zu gewittern. Oder es gewittert schon, es regnet auch schon ganz leicht. Das heißt, wir sollten uns vielleicht mal ein Dach über den Kopf suchen. Bevor die Klamotten nass werden und ich wieder krank werde. Jetzt hoffen wir mal, dass ich keine scheiß Entscheidung treffe. Wir gehen mal dort in das gelb-grüne Häuschen da nach vorne. Bitte sag, dass ich keine schlechte Entscheidung getroffen habe. Und wenn ich da reinrenne, dass da jetzt nicht gleich einer mit gezogener Waffe auf mich wartet. Das wäre übel nice. Ich könnte eigentlich gleich mal kurz checken. Ne, das sieht gut aus. Okay, ich muss rein. Meine Klamotten sind schon nass. Okay, sieht gut aus. Das bedeutet, ich fringe jetzt ganz kurz meine Klamotten aus. Okay, die Weste kannst du nicht ausbringen, aber meine Hoodie oder meine Jacke. Währenddessen ich jetzt hier meine Klamotten ausbringe, würde ich sagen, wir wären am Ende von diesem Video. Leute, ich weiß, in dieser Folge war ich extrem vorsichtig und ich habe extrem safe gespielt. Aber ihr habt gesehen, ich habe so einiges an Stuff mit dabei, ob es jetzt Waffen sind oder Munition oder Mags etc. Und in den nächsten Folgen habe ich noch einiges damit vor. Also da dürft ihr auf jeden Fall noch euch überraschen lassen. Wir wären dann am Ende von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Even when I'm eternal, I'm an electro-mode.